unser Ratgeber über die richtige Auswahl von LED-Trafos, Stripes und alle Profile. Arbeitet hier immer nach dem Bedarf der Räume. Bedarf der Räume bzw. Bedarf des Kunden. Machen wir ein Beispiel mit der Küche. Eine Küche muss eher kälter beleuchtet werden, 3000 Kelvin oder 4000 Kelvin, um wirklich ein gutes Arbeitslicht herzustellen. Bei einem Wohnzimmer müssen wir eher in warme Lichtfarben hineingehen, um eine Wohlfühlatmosphäre herzustellen. Also fragt euch immer nach dem Sinn des Raumes und was wird der Kunde darin benötigen. Und so trifft ihr die richtige Entscheidung des LED-Wandels. Aber nicht nur die Lichtfarbe ist hier ausschlaggebend. Wichtig ist hier, das Farbspektrum der Bänder muss durchgehend sein und so auch einen sehr hohen CRI-Wert sicherstellen. Denn das führt dazu, dass sich euer Kunde im Raum hundertprozentig wohlfühlen wird. Ein hoher CRI-Wert, hier sprechen wir von mindestens größer 90. Besser noch, CRI-Werte größer 95 zu nutzen. Denn dort ist sichergestellt, dass 95% der natürlichen Lichtfarben im Licht enthalten sind. Und ein weiterer Punkt, auf den ihr achten solltet, sind die Blaulichtspitzen. Diese erkennt ihr im Farbspektrum, denn wenn diese zu groß sind, kann es langfristig zu Augenschäden führen. Die Auswahl der Profile ist relativ einfach. Achtet einfach auf das Einsatzgebiet und wählt für das Einsatzgebiet das passende Aluminiumprofil. Wichtig aber, schaut auf genügend Aluminiummasse, denn die ist für die Kühlung unumgänglich. Ihr schaut euch einfach an, wie viel Wattverbrauch hat euer LED-Band pro Meter und multipliziert das auf eure Meteranzahl, die ihr im Raum plant zu verbauen. Das ergibt die Leistung für den Trafo. Bitte denkt aber immer daran, dass ihr 20% Reserveleistung mit einkalkuliert, denn diese Reserveleistung führt dazu, dass der Trafo sehr lange leben wird. Denn der Trafo ist das Gerät, das als erstes kaputt gehen wird. Deswegen noch ein Tipp, schaut doch immer, dass sie leicht zugänglich sind und ihr die leicht erreichen könnt, um einen Tausch vorzunehmen. Der Trafo ist aber nicht der einzige Fehler, den man bei der Berechnung machen kann. Man muss ja auch auf die Zusatzartikel achten, zum Beispiel in einem Dimmer. Wie viel Leistung verträgt der Dimmer? Brauche ich eventuell einen Verstärker dazu? All diese Komponenten müssen leistungsangepasst geliefert werden oder miteinander abgestimmt werden. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, stellt an uns die Anfrage und wir rechnen für euch hier ein sicheres System zusammen.